Ein Duo ohne Zukunft. Anshu Jain und Jürgen Fitschen. 3 Jahre lang haben sie versucht, die Deutsche Bank zum Erfolg zu führen. Mäßig überzeugend, sagen Kritiker. Es gibt einige Skandale. Jürgen Fitschen selbst steht vor Gericht wegen Betrugs. Die Bank kassiert eine Rekordstrafe wegen Zinsmanipulation. Erträge für die Aktionäre, Fehlanzeige. Die neue Strategie des Duos im April enttäuscht Analysten und Anleger. Eine neue Führung soll nun den Umschwung bringen. Das ist zu hoffen, dass es besser wird. Dazu soll ja jetzt der Rücktritt dienen, dass man mit einer neuen Führungsmannschaft einen neuen Weg probiert. Das, was jetzt gemacht wurde, ist ja offenbar nicht befriedigend aus der Sicht der Aktionäre. Obwohl ich meine persönlich, dass Fitschen und Jain beides hervorragende Banker sind, die für verschiedene Aspekte des Gesamtgeschäftes stehen. Er soll diese Aspekte nun vereinen. John Cryan, der ehemalige UBS-Banker, soll ab Juli gemeinsam mit Fitschen die Geschäfte leiten, bis er 2016 selbst das Zepter übernimmt.